herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und wir sind heute wieder im Camp mit Jimmy und Teddy. Hallo ihr beiden, na? Ich finde den Namen Teddy sogar fast schon süßer, aber wir bleiben auf jeden Fall bei Ted, weil ich glaube, daran hat er sich auch schon gewöhnt, der Große. Das stimmt. Na, Ted, wie geht's dir? so süß. Und ich würde sagen, das schöne Bild. Das sieht so schön aus. Das ist echt cool. Wollen wir vielleicht, so eine Art... Na, wie soll ich sagen, so einen Fahnenmast machen oder so ein großes Schild, dass wir das irgendwie aus Holz irgendwo hinstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir das hinstellen. Vielleicht können wir das hier zum Eingang hinstellen und da einfach, das Wappen dann drauf machen. Genau, wie gesagt, entweder machen wir das so oder wir machen es halt kleiner und machen hier eins dran und hier eins dran. Das wäre auch halt cool. wie so ein Wappen halt oder sowas. Genau, aber ja, das müssen wir halt nochmal schauen. Aber das sah auf jeden Fall richtig nice aus. Und ich würde sagen, wir machen heute ein bisschen nochmal weiter an unserem Baumhäuschen. Ich wollte ja das letzte Mal die Bärenfallen machen und hab's dann voll vergessen halt zu machen, die zu setzen, weißt du, was ich meine? Ja. Okay. Und wir sollten auch mal so eine Art Unterschlupf vielleicht für Ted und Jimmy bauen. Stimmt, das müssen wir auch noch auf jeden Fall machen. So ein Unterstand oder sowas. Ich würde sogar sagen, wenn wir das hier vielleicht umhängen, das Bild, dass wir hier wie so eine Art Dach drüber bauen oder sowas und dann hier natürlich die Erde ein bisschen wegnehmen und dass wir denen so ein schönes Räumchen einrichten. Moment, ich will das Dach gerade bauen. Ich habe gerade so Lust darauf. Moment. Warte, ich nehme meine Schaufel. Wir machen Half-Steps. Dann mache ich jetzt nochmal das Plakat schnell ab, oder? Genau, mach das mal ab. Wir machen das ja dann woanders hin und ich würde sagen, keine Ahnung, dass wir halt dann hier so, so eine Art Dächlein bauen. Stimmt. Und guck mal, dann mache ich hier schon mal ein bisschen die Erde weg, okay? Ja. Dass wir halt so eine, dass die sich da halt hinstellen können. Willst du das hier komplett drüber machen? Nicht ganz, oder wie meinst du? Also, bis hier hinten machst du es ja nicht, oder? Also ich meine, wir können vielleicht bis hier hin machen oder so. Ja, ich würde jetzt... sogar nur bis hier hin. Genau. Und dann passt es auch. Okay, dann mache ich hier schon mal die Erde weg. Das ist halt, das reicht eigentlich hier schon, weißt du, was ich meine? Stimmt, ja, so. Das passt. Oh, das ist richtig cool. Das ist voll süß. Oh, dann wie so einen kleinen süßen Unterstand. Du musst nicht immer draußen schlafen. Das stimmt. Und dann könnten wir auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Wasser hinmachen oder ein Näpfchen oder sowas. Ja, und vielleicht ein bisschen Spielzeug. Stimmt. Ich würde sagen, wir machen das hier so ein bisschen natürlicher, also lassen das ein bisschen natürlicher aussehen. Ja, das ist eine gute Idee. Wollen wir das aus Erden lassen? Weil jetzt sieht es ein bisschen kantig aus, weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Ja, vielleicht sollten wir es sogar vielleicht aus... Ja doch, aus Erde passt eigentlich. Warte, wir müssen das ein bisschen angleichen, okay? Ja, ich hole mir kurz nochmal eine Spitzhacke. Guck mal so. Vielleicht können wir den auch ein bisschen... Vielleicht können wir den sogar einen Holzboden geben, oder? Ich weiß es nicht. Ja, könnten wir theoretisch machen. Eigentlich schon, ja. Weil dann könnten wir auch nochmal hier das Holz ein bisschen wegmachen, ich weiß nicht. Und hier das aus Erde machen, dann sieht es vielleicht ein bisschen schöner aus. Guck mal hier, wenn ich das Holz so reinsetze, so zack, 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 dann müssen die natürlich auch nicht auf der Erde schlafen. Das stimmt, das ist auch gut. Oh, vielleicht können wir den paar Teppich hier hinlegen. Das wäre süß. Oder ein bisschen Streu oder Heu oder irgend sowas. Stimmt. Warte mal, ich schau mal, ob ich ein paar Teppiche habe. Vielleicht habe ich noch ein paar. Zur Not sind, glaube ich, beim Baumhaus auch noch welche. Ich bin mir nicht ganz sicher. Stimmt, stimmt, stimmt. So, schau mal, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal so. Da würde ich sagen, wir machen hier oben. Haben wir hier noch Erde hin? Ich weiß es nicht. So. Ja, okay, ich schau mal, ob ich noch Teppiche habe, aber ich glaube schon. Okay, Moment. Moment mal. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr süß. Vielleicht so ein grünen Teppich? Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, eigentlich schon. Warte, ist der hell oder dunkel? Der ist schön. Oh, der ist schön. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann machen wir sowas Schönes. Guck mal hier. Da haben wir so einen kleinen Teppich. Da können die sich dann drauf ausruhen. Stimmt, das ist echt süß. Okay. Und vielleicht können wir noch ein bisschen Zaun hier runter machen. Weißt du, so als Säule, so als Stützsäule. Ja, stimmt, stimmt. Okay, Moment. Hast du noch ein bisschen Zaun? Ich kann auch noch ein bisschen. Ja. Ich habe auch noch Zaun dabei, glaube ich. Und vielleicht können wir hier noch einsetzen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So das ist süß. Und so. Ich glaube, das sieht gut aus. Das ist echt cool. Ja. Vielleicht sollten wir hier die Wand doch ein bisschen mehr zumachen. Schau mal, dass hier nicht so die Luft reinzieht. Stimmt. Okay, warte mal. Ein bisschen. Vielleicht machen wir es so, dass es nicht zu gerade aussieht. Wollen wir das aus Stein machen oder halb Erde oder wollen wir es einfach so lassen? So natürlich, sag ich mal. Ich würde es so lassen. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Okay. Guck mal, hier mache ich noch ein bisschen zu, dass die halt, das ein bisschen geschützter ist für die. So. Ich hoffe, das ist Ich finde das richtig Kante. Schön. Nein. Das ist echt cool. Und hier könnten wir auch irgendwann mal irgendwas bauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier hinpasst. Ja. Da können wir auch irgendwas machen. Oh, guck mal, wie süß das ist. Warte mal. Ich hole noch eine Laterne, okay? Ja, theoretisch haben wir noch ein bisschen. Oh, ich habe auch eine Laterne. Warte. Oh, dann setz sie da hin. Da haben die auch ein bisschen Licht. Soll ich sie hier hin machen? Ja. Oder da hinten? Oh nein, das ist so süß. Perfekt. Das ist richtig, richtig cool. Okay, warte mal. Die freuen sich da richtig, Kater. Ich habe, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob das gut aussieht, aber wir könnten hier auch noch ein bisschen, das so eingraben. Ich weiß nicht, ob das cool aussieht.
Stimmt, von oben. Dass das halt wie so ein bisschen wie, ja, so eine Art Höhle halt mehr wird. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Oh, das ist richtig cool. Wir könnten theoretisch hier vielleicht die Erde noch ein bisschen drüber hängen lassen. Guck mal. Oh, so. Das sieht mega nice aus. Das sieht... Hoppala. Das sieht... warte mal. Das sieht ein bisschen kantig aus. Vielleicht... Ja, doch. Doch. Oh, das sieht so süß aus. Das sieht richtig gut aus. Mega. Boah, die haben so eine schöne Höhle hier. Ja. Gefällt es euch beiden, ja? Oha, das gefällt so mir cool. Richtig. Kater, ich wohne jetzt hier, okay? Das ist jetzt meine Höhle. Okay, wie du möchtest. Oh, das ist so schön. Das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. So, ich gehe hier mal in... Ah! Ah! Hey! Oh. Mann, ey. So, ich muss hier nochmal mein Inventar ein bisschen entleeren. Ich habe so viel Holz. Oh, echt? Ich habe auch tatsächlich noch ein paar Stacks. Hast du was zu essen zufällig? Essen? Ja. Ja. Bitte, bitte. Oh, danke schön. Wir können uns auch mal überlegen, wie wir das hier mit dem Lager machen. Hoffe, das ist nicht so ein bisschen, jetzt nicht so ein krasses Lager, das brauchen wir vielleicht gar nicht, aber dass wir das ein bisschen sortieren, weil, naja. Vor allem, wir haben jetzt auch Kisten in unseren Zelten, schau mal, da könnten wir natürlich auch was einlagern. Stimmt, da haben wir gar nichts drin tatsächlich eigentlich. Doch, jetzt haben wir ein Krabbel drin. Okay, dann würde ich sagen, es sieht schon mal mega nice aus. Wir können uns auch mal überlegen, ob wir hier eine Kleinigkeit hinbauen. Ich weiß nicht. Wirklich so vielleicht so eine Art Lagerfeuer, so ein richtiges Sitzplatz bei. Oh, das wäre schön. Unser Sitzplatz hier ist ein bisschen mehr eigentlich Essen, anstatt sitzen und Marshmallows braten, weißt du? Da können wir uns auf jeden Fall nochmal überlegen, ob wir da eine Kleinigkeit hinmachen oder ob wir nochmal, ich weiß nicht, oder vielleicht ein kleines Feld. Ein kleines Feld wäre auch sehr süß hier. So ein Minifeld. Das wäre echt eine gute Idee. Ja, vielleicht könnten wir das ein bisschen erweitern, wenn wir hier ein bisschen die Erde wegnehmen und das ein bisschen länger machen. Ich glaube, das passt ja ganz gut. Ja, wenn wir dann einfach so ein bisschen, naja. Hey, das war kein Wasserkarte. Ich weiß. Zack, 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 zack. Okay, okay. Wollen wir wieder zum Baumhaus gehen und ein bisschen weitermachen? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch die Bärenfallen dabei. Ich weiß nicht, wir haben hier sehr, sehr viele. Und guck mal, die sind ja echt zu, weil auch manchmal dann so kleine Ameisen oder sowas reingehen. Stimmt, oder Vögelchen oder sowas. Ja, das ist natürlich nicht so gut, aber... Aber wir müssen auf Ted und Jimmy auch aufpassen, dass die nicht da aus Versehen reingehen. Das wäre nicht so schön. Oh, Jimmy ist doch einmal reingegangen. Stimmt. Der Arme, da hat er geblutet. Mann. Das ist... Ich gehe mal mit Ted und Jimmy hier über die Brücke, weil ich glaube, naja, die können ja nicht die Leitern da hoch. So, komm mit dir beiden. Ja, ist schwer, vor allem bei Ted, der Arme. Ja. So, ich komme mal zu dir. Okay, wo würdest du denn sagen, könnten wir hier Bärenfallen hintun? Also ich würde die, also nicht aufs Baumhaus, oder? Nein, nein, nein. Also schon hier unten, also ich würde die halt schon irgendwie bei den Eingängen machen, dass er da, naja, nicht wieder reingehen kann. Guck mal, ich mach mal hier eine hin und hier eine hin. Oh. Wir könnten uns ja auch so einen kleinen Pfad machen mit Kies, wo wir dann wissen, dass da wirklich keine sind. Stimmt, das ist eine gute Idee. Wir können uns generell so Pfade machen mit Kies. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz hübsch. Stimmt, das ist eine gute Idee. Warte, wo bist du denn? Ich bin hier unten. Oh, hallo, guck mal hier oben. Ah! Hängebrücke. Hey, na? So, okay, aber mir gefällt es hier schon so, so gut, Katja. Das ist so schön hier. Das ist echt hübsch und es wird gleich dunkel. So oh, oh, wir sollten wieder zurückgehen, Katja. Das stimmt, okay, ich mache hier noch eine hin und vielleicht komm noch... Komm mit Ted und Jimmy, komm, wir gehen schlafen. Die dürfen jetzt das erste Mal in ihrer eigenen Höhle schlafen, in ihrem Unterschlupf. Ah, das ist so süß. Oh, wie cool. Okay, so, ich glaube, das reicht erstmal mit den Fallen. Okay, wie süß, sehr gut. Die laufen. Cute. Na, komm mit. Ach man, ich mag die beiden richtig, Kater. Ja, die sind so süß. Okay, kommt rein, ihr beiden. Los geht's. Komm mit, los, komm. Oh, guck mal, da kommen sie auch schon. Ah, oh, wie süß. Oh, ich glaube, Ted hat, obwohl, wenn die hier schlafen, dann passt es ja. Ansonsten können die ja auch hier draußen sein oder so. Gute Nacht, ihr beiden. Gute Nacht. Höhle. Tschüssi. Okay. So, ab ins Zelt. Gute Nacht, schnell, schlafi. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Lass mal zu Ted und Jimmy gehen. Mal sehen, wie die geschlafen haben. Stimmt, na? Und? Hallo, ihr beiden. Habt ihr gut geschlafen? Ich glaube, denen geht's gut. Ja? Yeah, alles gut bei euch? Oh, so süß. Okay, und ich würde sagen, heute gehen wir mal an den Anfangspunkt, naja, wo wir mal gestrandet sind, also beziehungsweise wo wir halt angekommen sind, weil da waren wir ja auch lange nicht mehr. Vielleicht haben wir ja da noch ein paar Ressourcen von uns dagelassen. Stimmt. Und guck mal, da ist... Oh, Moment mal. Was ist denn hier los? Das sind aber... Das sind für eine... What? Das sind ein paar... Pferde. Warte. Wow, Katze, die hat ein bisschen Angst vor uns. Kann das sein? Oha, warte hey, mal. Hey, Pferdies. Na? Ja?
Warte Geht's mal. Euch gut? Gott, können wir darauf reiten? Guck mal, da ist sogar ein Babypferd. Oh, hallo. Oh, der ist so süß. Oh, hier sind ja echt viele. Warte, das ist mal, so eine harte Herde. Ich suche mir das mal aus. Ich kann hier nicht mal drauf, Carter. Ja, eigentlich lassen die sich so zähmen. Oh, guck mal, ich bin auf einem Pferd drauf. Oh, ich auch. Oh, und der hat mich wieder runtergeschmissen. Oh, bei mir auch. Ah, das ist sehr schwer bei denen, die zu zähmen. Das ist richtig schwer, die zu zähmen, tatsächlich. Vielleicht wollen die was essen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Stimmt, okay, ich glaube, das Pferd wollte jetzt mich nicht haben. Was ist, das schmeißt mich auch runter. Was ist mit dir? Das ist ein Esel. Hier ist ein Esel. Oh, what? Auch süß. Gott, guck mal, ich bin auf dem Pferd drauf. Es mag mich. Es mag dich? Mich mag hier gar keins. Aber ich weiß nicht. Das Pferd hier mag mich. Guck mal, ich kann hier oben drauf sitzen. Magst du mich? Nein. Magst du mich jetzt? Oh, warte mal. Es mag mich nicht. Magst du mich jetzt? Nein. zeig mal dein Pferdchen. Warte. Hier, guck mal, aber wir brauchen noch einen Sattel, weil das läuft jetzt einfach so rum, wie es rumlaufen will. Stimmt. Oh, wir müssen auf jeden Fall uns einen Sattel holen und natürlich können wir dann auch ein paar Pferdchen behalten vielleicht. Stimmt. Das sind ja cool. so viele hier. Aber wo sollen wir denn den Sattel herbekommen? Ich weiß nicht. Ich glaube, das Pferd mag mich. Echt? Ja, es hatte gerade Herzchen und... Oh, wie süß. Ich habe was dabei, Kater. Guck mal, ich habe eine Leine dabei. Pass mal auf. Zack. Oi. Komm mit, Kater. Ah, wie süß! Richtig, richtig gut. Ab ins Camp! Ab ins Camp damit. Richtig nett. Wir haben ein Pferd. Wie cool ist das denn? Oje, oje. Ich glaube, der will aber nicht so gezogen werden. Der. Ich habe euch verloren. Ciao. Komm bitte. So süß. Das ist echt richtig, cute. Richtig gut. So, zack, 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 zack. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und mitkommen bitte. Oje, nicht in die Bärenfallen treten. Nein, nein, nein. Ich gehe hier schön außen rum. Wie cool ist das denn, Kater? Jetzt haben wir ein Pferdchen. Oh, oh. Und? Zack. Nice. Wir da. Oh, mal gucken, was Jimmy und Ted dazu sagen. Guck mal, Ted kommt schon. Oh, hallo. Na? Und rein hier. Richtig nice, Kater. Wir haben jetzt ein Pferd. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Sattel. Und ja, da können wir damit rumreiten. Das wäre auch cool. Das stimmt, dann könnten wir... Das ist viel einfacher dann alles hier. Das macht voll Sinn. Oh, ich freue mich voll. Ich auch, das ist so cool. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst rein Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.